Patrick! Hey! Hallo? Patrick, bist Ja? du gleich nach der Sonnenwende noch hier als Lackierer? Ja. Ja? Ja. Pass auf, Patrick, es geht um Folgendes. Und zwar gibt es ein sogenanntes Chiwawa-Führungszeugnis. Das ist so eine Art Test für Bürger in diesem Staat, ja? Und da gibt es auch ein Part, wo die Leute entweder hier bei dir oder bei McKinley also ein bisschen helfen sollen. Ja, nicht dir deine Arbeit wegnehmen oder so. Aber vielleicht hast du ja irgendetwas, wo sie vielleicht mal den Hof kehren können, wo sie vielleicht mal, da wird ja viel mit Farbe rumgesprüht, da mal wieder drin sauber machen können. Irgend so Kleinscheiß, ja? Und da würden dann gleich nach der Sonnenwende ein paar Leute, also 5 Leute insgesamt, meiner einer und die Sarah vielleicht vorbeikommen und die Leute dann hier vorbeibringen. Und dann hast du vielleicht diverse Aufgaben für die, die sie machen können. Vielleicht da hinten die Tankstellen putzen. Irgendwas, was dir einfällt, wo du drauf hast, ja? Ja, Irgendwann mit dabei. ich schreibe mir jetzt noch dazu, okay? Ja. Möchte jetzt einer von euch Okay, dann pflanzen? kann jetzt ja, ich glaube, Aufgabe 1 lässt sich ja unfassbar schnell abhaken, obwohl da sind ja 2 Spiele bei Aufgabe 1, ne? Eine davon musst du übernehmen übrigens. Das mit der 21. Jetzt bin ich noch glücklicher. Wie, du bist glücklich? Warum? Ja. Also, Weshalb? Das ist dein Einfach. Auto. Mike? Hä? Muss mal kurz herkommen. So, der nächste Test ist eine Art Logiktest. Okay. Sind Sie bereit? Wenn Sie mir jetzt eine mathematische Frage stellen, dann kann ich Ihnen sagen, die werde ich Ihnen nicht beantworten können. Nein, nicht wirklich. Hauptsache, Sie können bis 3 zählen. Sollte möglich sein, ja. Gut, Sie werden jetzt versuchen, 2 von 3 Runden gegen diesen Mann in 3 Gewinn zu gewinnen. Ich hasse das Spiel. Was ist denn, Okay, dann nehmen wir einen anderen. Sarah? Aber Was ist denn, wenn ich ich verliere? bin ziemlich ungeschlagen. Das Schlechteste, was ich schaffe, ist unentschieden. Nein, das wollen wir ihm nicht antun. Das kann er nicht gewinnen. Versuchen wir es doch Mich. einfach mal. Na gut. Genau, gegen mich spielen. Soll ich vorher Alkohol trinken oder so? Dann ist es vielleicht fair. Ach, willst du ein Handicap mit einbauen? Ja, ich glaube schon. So Okay, ich rauche schnell was. Ich habe keinen Alkohol mehr, aber Gras habe ich noch. Warte, ich habe nur eine Zigarette, wenn sie mir Ja, Moment. deswegen sollen Menschen stehen Es geht schon, ich rum. habe schon. Was? Der ist Ups. so geil. Okay. Okay, Was gut. denn? Gut, Deswegen sollen Menschen ich bin stehen bekifft, jetzt können wir anfangen. Möchte sich ein Auto angucken und Mike sabbern stimmt davor um, weil er irgendwie. sich ein Auto anguckt, oder sein Auto anguckt. Ich bin bekifft, wir können anfangen. Okay, dann geben Sie mir das Blatt mal rüber. Okay. Also hat jetzt Dauert wer einen abgeschlossen, Moment. habe ich. Du dokumentierst das Ganze auch, ja? Ich Ja. hab das Hast du deinen Gedicht Namen aufgeschrieben. Nein, ich eingetragen? hätte mir das Gedicht aufschreiben So. sollen, wir Idioten. Wo kaufe Wo ich ist mir das? das Soll ich denn Ihnen das hier? Gedicht schriftlich Pilotenschule? schicken, Herr Profi? Oh ja, das wäre gut. Okay, mache ich, nachdem ich hier mit der Frau Das mache geknobelt ich habe. dann in so Okay. ein Wer von Nebenpapier uns fängt denn gerade an? und Weiß gerade setz nicht. und drunter, Also ganz es nicht. Ja, wir können ja dann tatsächlich Okay. auch veröffentlichen und so. Wir kommen mit der Zeit Also schon, bestimmt ich hasse gute dieses Spiel Gedichte jetzt schon. zusammen. Soll ich noch neben gute Tafel bringen, Schnitt 6 von 10 hinschreiben? Oder reicht einfach, wenn ich schreibe, also gute Tafel braucht, okay, reicht. Also Ja, abhaken, einfach nur. letztendlich Aufgaben Okay, bestanden. Ja. gut. Ich glaube, keiner kann mehr gewinnen, aber. Nein, das kann keiner mehr gewinnen. Ich habe erst geschrieben, er Es ist bitte nicht Okay, gute noch Tafel einmal. benutzen. Zweite Runde. Hast du das mit der 21 gleich? Ups, habe ich Aufgabe ihn gerade 3 und nochmal? 4 Jetzt doch. verschieben wir auf morgen. Da sind dann mehrere Leute davon da. Und dann kann er sich gleich noch mit Aufgabe 5 Fange an. beschäftigen. Hat Okay. 2 Wochen Zeit, wenn er halt da ist und wenn wir da sind. Dann Ich glaube, Man muss aber die aufpassen, Herren, man kann also immer Rudi Fehler und Vitali, machen. werden da recht schnell Natürlich. fertig mit sein. Was war so ein Helikopter? Ich hätte Obwohl jetzt ich schon mir fast halt auf die falsche vorstellen kann, bei gedrückt. Aufgabe 5 werden sich ein bisschen die Zähne dann ausbeißen. Voll die Krampfadern noch mal kurz. Ich hab keine. Aufgabe 5. Werden Sie ein bisschen verzweifeln. Das ist natürlich ärgerlich. Ja. Ich fange schon wieder an, das ist Okay. doch doof. Ich glaube, ich muss sie Konrad, gleich mal einladen nach der was Runde. stimmt denn Okay. bei So mir lieb nicht? sein würdest, ne? Ich weiß nicht, was los ist. Ändern wir die Aufgabe 5 erstmal, bis wir das haben. Oh. Nein, nein, Also nein, nein, werden nein, 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 so war das nicht gemeint. Gott Besser. bewahre. Wie wollen wir das denn dann machen? Okay, das ist natürlich. Okay. Das Das Problem ist, wir haben Kommunikation. dreimal unentschieden Aus dem gespielt. einfachen Grund. Komm mal her.
Okay, dann machen wir es jetzt umgekehrt. Jetzt laden Sie mich ein. Vielleicht gewinnen Sie ja jetzt plötzlich. Oder Ja, vielleicht oder muss ich auch mehr nicht. rauchen und trinken. Ich weiß es nicht. Ja, vielleicht trinken Sie noch ein paar Mal was. Okay. Wie geht das denn nach so da? Da hat, eine von euch was denn die Dame? Black Dame, die ich mir kurz ausleihen kann? Einladen. Was für ein Ding? Okay. Ja, dann machen wir es mal ein bisschen spannender, oder? Ich habe schon ein bisschen was Intos. Klonlizenz. Nee, ich Sie nicht so viel. Abgenommen. Ja, weil ich mit einem Meter Höhe durch Lakeside geflogen bin. Wieso? Nein, verdammt, ich habe ihn gewonnen. Ladislav Igor. Das, sie hätte ihn gewinnen können. Ja, nein, davon weiß ich nichts. Oh nein, du siehst es nicht, Dick. Nee, okay. Die Taktik ist gar nicht mal gefällt so schlecht. Das so ein bisschen, weil ich baue hier keine Scheiße. Also können Sie weitermachen? Ja, na klar. Nein, ne? Ja, irgendwie. Obwohl, nein, es geht gerade irgendwie nicht. Das wäre ein Chaos in der Stadt, weiß ich nicht. Okay, ich fange an, warum auch immer. Okay. Hups. Ah, das ist aber ärgerlich. Ich sehe kaum. Ja, Nein. Was? Nein. Warum? Achso, doch. Gewonnen, passt. Ey. Ich fange schon wieder an. Ah, du Scheiße. Das ist sehr seltsam irgendwie, die Logik von dem Spiel. Komisches Spiel, ja? Lass mich los. Die illegale Waffe, die sie dabei tragen. Sabina, hast du wirklich in meine Taschen reingeguckt? Tatsächlich. Ups, da habe ich wohl schon wieder übersehen. Ah Mensch, ist das ärgerlich. Ey. Ja, aber wirklich. Okay, er ist wirklich gut in 3 gewinnt. Er hat mich 2 von 6 Runden geschlagen. Das ist die Höchststrafe, die Leon? Du gerade vollziehen konntest. Marina? Oh. Er hat mich 2 von 6 Runden geschlagen, als er ist ein wahrer Meister in ich glaube, ich kaufe dir gleich 3 gewinnt. Der hat 2 Runden gegen dich gewonnen. Genau. Von 6. Genau. Also wir haben zuerst 3 Unentschieden gespielt, dann haben wir noch 3 gespielt und davon hat er dann 2 gewonnen. Ich war massiv gehandicapt, muss man dazu sagen, aber er hat's drauf. Okay, gut. Aber theoretisch, nee, stopp. Ja? Theoretisch. Er muss normalerweise 2 von 3 gewinnen. Er hat aber Stop-Pity gebraucht, also muss er jetzt nochmal 2-mal gewinnen. Wir hatten 3 Unentschieden, dann lass ihn doch gegen den Bauarbeiter spielen. Oh nein, der Arme, er hat doch schon gesagt, dass er das Spiel hasst. Ja, das Spiel ist nicht schön. Er muss jetzt durch. Was ist das für ein Spiel? 3 gewinnt. Oh, das Spiel ist voll cool. Ja, total cool. Das Spiel macht richtig Spaß, ey. Ja, muss sagen. Die Motivation ist das zu mir. Nämlich nackt ohne meinen Hut. Ja, du siehst... Oh mein Gott, was machst denn du? Wie mache ich denn das? Ich habe eine Allergie gegen dieses Geräusch. Okay. Es ist noch nie etwas Gutes passiert nach... Okay, oh, nein, Scheiße. Das stimmt nicht ganz. Aber meistens passiert nach diesem Geräusch nichts Gutes. Was denn? Du sollst den nicht auf den Boden legen. Okay, ich fahr sofort weg. Ja, ich dachte auch, ich schaff's. Ah, wie oft denn noch? Jetzt seht ihr beide so nackt aus. Das ist natürlich schön. Ach komm, rauch doch auch, bevor du... Du musst die Schwächen von den Leuten erkennen und sie dann austricksen. Hast du gehört? Trotzdem. Was? Lieb von dir, mir deinen Hut geben. So wie immer halt, so wie es immer bleibt. Süß. Das wird zum Ritual von uns. Immer wenn du das machst, machst du ich auch. Wir haben heute noch gar nicht Schnick-Knack-Schnuck gespielt. Oh nein! Das nächste Minispiel, was sie erledigen müssen, müssen sie gegen meine Tochter spielen. Sie wird es ihnen erklären, wie es funktioniert. Okay, pass auf. Kennen sie 21? Oh Gott! Oh, was ist hier? Kennen sie 21? Ey, kommt drauf an, was ist das? Okay, das ist ein kleines Spiel, bei dem wir nur kommunizieren werden. Das heißt, wir werden jetzt abwechselnd, eine Person fängt an, zählen wir bis 21. Die Person, die 21 sagt, die verliert. Man darf maximal 3 Zahlen hochzählen. Also sie sagen zum Beispiel 1, 2, 3, dann sage ich 4, 5, dann sagen sie 6, 7 und so weiter und so fort. Oh. Okay, also ich muss sagen, ich glaube, das Spiel haben sie so gut drauf, das haben sie bestimmt 1000 Mal geprobt, dass sie nicht verlieren können. Ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, junger Mann. Aber ja, ich würde gerne mitspielen, ja. Okay, gut, dann fangen Sie mal an. Ja klar, fangen Sie doch mal an. Zeigen Sie mir, wie das Spiel funktioniert. Ich werde nicht anfangen, nein. Sie
natürlich, okay. Gut, dann fang ich an. Ich lass mal. Ey, muss ich auch. Eins. Hi. Drei, vier. Fünf. Sechs, sieben, acht. Neun, zehn. Elf, zwölf. 13. 14, 15, 16. Oh. Fuck. Ja, ich hasse sie. Wollen Sie nochmal? Ja, natürlich. Wollen Sie anfangen oder soll ich anfangen? ich fange an. 1. 2, 3, 4. 5, 6, 7. 8. 9. Ihr konzentriert sich, Alter. 13, 14, 15. Ja, 16. Ich hab jemanden gefunden, den ich glücklich gemacht hab. Moment. 14. 18, 19, 20. Fuck. Verstanden. Aber man muss immer auf die 16 kommen. Wer auf die 16 kommt, hat nein, zuerst kommt, hat doch gewonnen, es oder? Nein, ist nicht die 16. Sagen wir spielen zu zweit, so wie, so wie gerade. Erklären wir beim anders mal, wenn wir nicht alle hier rumstehen. Also, der Racker hat es geschafft, eine Person anzubringen, die uns gerne berichten möchte, wie Herr Racker diese Person glücklich gemacht. Also. Ach, macht er auch das Ding? Ja, natürlich. Ja, ach so. Das ist der Mann, den ich glücklich gemacht habe. Wie habe ich den glücklich gemacht? Erst einmal möchte ich sagen, hallo, ich bin der Dietmar. Er klingt nicht glücklich. Nee, ich bin nur nervös, ich mag das nicht, vor lauter Leute zu reden. Na, jetzt. Wird er unter Druck gesetzt vielleicht? Hab ich verpasst. Also, jetzt. Ich hab ihn nicht unter Druck gesetzt. Der hat mich nicht glücklich gemacht, dadurch, dass er mir rundherum an Lörres gefasst hat. Nein. Oha! Nein, denke ich nicht. Hat er nicht gemacht. Der hat mir nur das Karre da hinten mit dem Bierfass hinten dran. Ja. Hat mir geschenkt, weil ich wollte gerade Karre kaufen. Und ich habe nicht viel Geld, weil meine Frau, die kauft die ganze Zeit Kleider, schicke Miki hier, legt mir am Arsch. Und dann hat er mir gegeben, das Auto hier. Und jetzt kann ich zu meiner Frau fahren, weil die macht heute Pfannkuchen. Und feiern die jetzt? Nein, ich weiß nicht, der klingt nicht so richtig überglücklich. Also, ich weiß nicht. Sie kennt mich. Ich als Schwab. Ich freue mich über alles, was kostenlos ist. Und der hat mir auch kostenloses Auto gegeben. Also ich meine. Ja, aber freuen Sie sich nur oder sind Sie so richtig glücklich? Ich bin glücklich. Ja, ich. Ich bin mich dran, dass wir diese Passage mit kleinen Geldgeschenken überarbeiten. Soll ich das jetzt sagen? Soll ich sagen, ja, mein Schwanz, der macht hier Sprünge in meiner Hose. Nee! Und jetzt läuft es nicht da. Ja, ich darf nicht, ich will einen Abstand. Nein. Die Sichel. Das war nicht so gemeint, das war nur wie. Marina macht Leute glücklich, indem sie ihre Waffe wegsteckt. Das ist auch gut. Also, um es jetzt eine Kleinigkeit hatte ich vergessen gehabt. Wie schon gesagt, ich muss gleich noch 5 schwer verletzte Menschen finden und verarzten. 5 Leuten ein kaputtes Auto reparieren. Von McKinley oder Suspect euch einen Auftrag geben lassen und diesen ausführen. Und während es zu diesen anderen Sachen gleich kommt, steht man da vorne am Tresenplatz, beziehungsweise stellt euch mal in eine Reihe auf. Weil jetzt kommt eine Art Persönlichkeitstest. Das nächste Mal sehen Sie, was für Herausforderungen sich die Bewerber um das Chihuahua-Führungszeugnis noch so stellen müssen. Ich danke fürs Reinschauen. Bis nächstes Mal.